Ette von Women in Exile wird den Weg, jetzt einen Redebeitrag halten. We are going to start with a speech from Women in Exile, and Betty will do that for us. Say la la, say Israel! Refugees are welcome here! And even the slogans are coming from the women. Okay, sorry. Thank you for your support. On March 8th, all over the world, women's groups are celebrating the International Women's Day, addressing the condition of women and aiming to improve their situation. Among them, here are the refugee women who have to live segregated from society in collective accommodations in the outskirts, are forgotten. We are the women with no perspectives. We are the women whose condition is invisible, hidden in the lager. We are the women in the collective accommodation struggle for something which we cannot have in collective accommodation. A home and a safe place for us and our children, which is a safe space for us and our children. It's impossible to improve the living conditions in the hives in a way that they become acceptable accommodations in which our privacy is protected. Therefore, we demanded since long women out of the camps, close all lagers. Okay, jetzt kommt die Übersetzung auf Deutsch. Überall in der Welt feiern Frauengruppen den Internationalen Frauentag, den 8. März, und diskutieren die Lebensbedingungen von Frauen, um ihre Situation zu verbessern. Unter ihnen sind auch wir, die Flüchtlingsfrauen, die von der Gesellschaft isoliert in Sammelunterkünften in den Außenbezirken leben. Wir sind die vergessenen Frauen. Wir sind die Frauen ohne Perspektiven. Wir sind die Frauen, deren Lebensbedingungen unsichtbar sind, verborgen in Lagern. Wir Frauen in den sogenannten Gemeinschaftsunterkünften ringen um etwas, was wir in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht finden können. Ein Zuhause für uns und unsere Kinder, das für uns ein sicherer Ort sein kann. Es ist unmöglich, die Lebensbedingungen in sogenannten Heimen so zu verbessern, dass sie zu annehmbaren Unterkünften werden, in denen unsere Privatsphäre geschützt ist. Deshalb fordern wir seit langem: Frauen raus aus den Lagern, alle Lager schließen! Okay. Women out of the camps, close all lagers. We, in Brandenburg, we experienced since spring 2011 always new promises from Mr. Basket, the Minister for Social Affairs, and always new solutions adopted by the parliament, which are requesting the government to change the accommodation conditions for the both more respect for our human dignity. But all these assurances were passed and yet unchanged. Lagers are totally overcrowded. The housing situation is catastrophic, and the cramped conditions lead to high pressure and tension between the inhabitants. The minimum standard for accommodations, which are supposed to be improved since April 2011, will remain unchanged until end of 2013, and still new lagers are being built according to the same guidelines. We wonder how this can happen in a functioning democracy. Is it not the job of the ministry to implement the decisions of the parliament? We are therefore demonstrating in front of the ministry to ask Mr. Baske and his staff how much more we must take. How long does it take for him to keep his promises? In Brandenburg erleben wir seit dem Frühjahr 2011 immer neue Versprechungen von Sozialminister Baske und immer neue Beschlüsse des Landtags, die die Landesregierung auffordern, die Unterbringungssituation von Flüchtlingen menschenwürdiger zu gestalten. Aber nichts davon wird in die Realität umgesetzt.
Die Lager sind total überfüllt, die Wohnsituation ist katastrophal und die Enge führt zu enormen Belastungen und Spannungen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die sogenannten Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften, die seit April 2011 geändert werden sollen, gelten unverändert bis Ende 2013 fort. Und immer noch werden neue Sammelunterkünfte nach den gleichen Vorgaben eingerichtet. Wir fragen, wie das in einer funktionierenden Demokratie geschehen kann. Ist es nicht die Aufgabe eines Ministeriums, die Entscheidungen des Parlaments umzusetzen? Deshalb demonstrieren wir vor dem Sozialministerium, um Minister Barske und seine Mitarbeiterinnen zu fragen, wie viel mehr müssen wir noch ertragen? Wie lange dauert es noch, bis Ihre Versprechen eingelöst werden?